Willkommen zurück hier bei Skyrim. Wir stehen gerade vor Heldenruh und wir gehen hier jetzt hinein und schauen mal, was da so ist. Also wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Skyrim spielen, man muss alles erforschen. Und ich weiß nicht, das wievielte Mal ich jetzt Skyrim spiele. Aber das hier ist schon wieder neu für mich. Ich kenne Heldenruh nicht. Ich, Kasipir Sagnus. Oh, scheiße. Entschuldigung, ich habe das falsch vorgelesen. Ich, Kasipir Sagnus, Wächterin von Stendar, reiche hiermit meinen Bericht über die Untersuchung der Gerüchte einer dunklen Präsenz in Heldenruh ein. Heldenruh ist eine uralte Kampfarena, in der die Norden Gladiatoren kämpfen, ihr Können unter Beweis stellten. Man nahm lange Zeit an, sie sei zerstört. Sie wurde jedoch kürzlich von Bergbauprospektoren zusammen mit einem neuen Silbervorkommen nahe Schorstein wiederentdeckt. Die Bergleute behaupteten, dort einen Geist, der von Kopf bis Fuß in Rüstung steckte, gesehen zu haben. Das allein wäre schon beunruhigend genug. Ihre nächsten Worte waren jedoch noch unheilverkündender. Der Geist trug eine mächtige Klinge, die in ihren Köpfen zu flüstern schien. Dies deutet auf das Wirken eines mächtigen dätrischen Artefakts hin. Das einzige bekannte Relikt, auf das diese Beschreibung zutrifft, ist Umbra, das bislang als verloren oder je nach Bericht als zerstört galt. Umbra ist eine intelligente Waffe, die ihren Träger zum Töten zwingt und anschließend die Seele der Erschlagenen verschlingt. Sie scheint hier wieder aufgetaucht zu sein, aus bisher noch unbekannten Gründen. Wenn die Erscheinung, die diese Stätte heimsucht, tatsächlich das wiedererwachte Umbra ist, hat die Waffe immens an Macht gewonnen und Schorstein schwebt in großer Gefahr. Also, nur damit ich das richtig verstehe. Hier unten drin ist eine Dedra-Waffe, die sehr mächtig ist und die in meinen Kopf guckt. Verstehe ich das richtig? Ich gehe wieder. Nein. Natürlich versuche ich mir jetzt diese Waffe zu holen. Was könnt ihr auch anderes machen? Ich muss sie ja ausstellen. Ich muss sie besitzen. Oh, Herz. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Okay, das sieht schon echt krass aus. Das sieht nice aus. Und auch hier weiß ich wieder nicht, wo soll ich denn jetzt als erstes langlaufen? Ich glaube, wir müssen mal darüber reden, wann du denn deinen ollen Sturmadronachen rufen kannst und wann nicht. Bis
Ich konnte ihn gerade durchsuchen. So. Das nehmen wir auch mal mit. Wieso ist er jetzt verschwunden? Will der nicht mit uns reden? Aha, der hat bestimmt Angst vor uns. Der weiß ganz genau, dass er welche auf den Deckel kriegt. Er hat schon viel von mir gehört. Von dem Korbhautraub. Ich sehe schon, ich krieg gleich ordentlich welche auf den Deckel. So. Ja, ich glaube, wir kriegen hier so richtig fett welche weg. Kann ich mir jetzt einfach irgendeinen Weg aussuchen? Scheint wohl so. Dann würde ich fast behaupten, wir beginnen mit dem hier. Und nur um sicher zu gehen. Ja, Feuerblitz ist ausgerüstet. Also noch ist es ruhig hier. Ja, Entschuldigung, ich habe so einen großen Hammer. Nein, es tut mir nicht leid, dass ich das gesagt habe. Ein bisschen. Aha. Fisch. Snake. Was bist du? Du siehst aus wie Schlange. Kommt das hin? Da oben ist das. Da ist. Ja. Das müsste sogar sehr gut hinkommen. Boah. Pelzstiefel der Feuerresistenz. Ach ja, ich habe ja Feuerresistenz. Mir kann Feuer sowieso nichts mehr. Hihi. Ich muss gerade ehrlich gestehen, dass ich ein ganz kleines bisschen geschockt bin. Ich habe gerade nebenbei den Fernseher an und da läuft. Ja, da läuft ein Stream und das erste, was ich sehe, ist, als ich da mal kurz hingucke, The Forest. Sons of the Forest, um genau zu sein. Mit riesigen Köpfen. So, von da sind wir gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Löppeln hier auch nochmal alles um. Schatz, bin zu Hause. Ach, da geht's lang. Danke. Bams. Bein weg. Brauchst du eh nicht mehr. Bleib liegen. Was haben wir? Knochenmehl. Sonst nichts, was interessant ist? Nein. Ah,
Schnüppeldi-Pöpeldi. Fischvogelschlange. Fischvogelschlange. So, die Pfeile lasse ich jetzt hier. Ich habe eigentlich mehr als genug Pfeile. Daher können die auch ruhig mal liegen bleiben. So, wer steht jetzt auf und möchte welche auf den Sack haben? Du, alles klar, dann fange ich auch mit dir an. Ey, warum weichst du denn aus? Ich dachte, du wolltest den Holzhammer haben, um zu schlafen. Ich hätte im Übrigen noch Heiltränke besorgen müssen, ne? Habe ich nicht gemacht. Naja, gut. Jetzt ist es auch egal. So, hier geht's weiter. Keine Ghostly Apparitions? Russians. Boah, im Übrigen, weswegen jetzt die eine Woche die Folgen ausgefallen sind, was mir echt leid tut. What? Really? Das war's schon, oder was? Das sieht aus, als ob da was hinter wäre. Aber ich hab... Komm, hinter der Wand ist doch was. Da ist nix, da ist nix. Oh. Falsche Taste. Zerstörung. Wo haben wir denn Flammen? Ich fühle mich jetzt gerade dezent verarscht. Was haben wir denn an Waffen neu gekriegt? Ja. Brauchen wir eher weniger. Brauchen wir auch weniger. Ey, kommt, ihr könnt mir nicht sagen, dass das hier eine Geheimtür ist, weil das sieht nämlich aus wie eine Geheimtür. Wie aktiviere ich die? Wie wird diese Tür aktiviert? Ich muss irgendwas auf den Weg hierher übersehen haben. Und dieses irgendwas verhindert jetzt, dass wir weiterkommen. Finde ich natürlich durchaus unschön.
Aber wenn dem so ist, dann ist dem wohl so. Okay. Nein, hier muss es doch irgendwas. Ich kann hier aber tatsächlich nichts machen, weil hier nichts, wirklich überhaupt nichts ist, an dem ich ziehen kann, was ich drehen kann. Die Urne ist leer. Hier habe ich gerade schon versucht, alles abzufackeln. Sehe ich es nur nicht oder ist da wirklich nichts? So, das ist jetzt halt die Frage, ne? Ich für meinen Teil sage, das ist eine Geheimtür, definitiv. Aber wenn wir da nicht reinkommen oder wenn wir keine Öffnung dafür finden, dann weiß ich nicht. Ja. Und ich meine, eigentlich haben wir bis jetzt auch nichts übersehen, zumindest meine ich, dass wir nichts übersehen haben. Oh Mann. Moment, 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 Moment. Wenn das eine Geheimtür ist, ohne dass hier irgendwas... Wir müssen was übersehen haben. Und zwar in den ersten... In den großen Räumlichkeiten. Nicht hier. Sondern hier. Weil hier geht es nämlich gar nicht raus. Wir kommen hier nicht wieder raus. Warum nicht? Kette. Kette. Jetzt, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Sind wir nicht eigentlich von da gekommen? Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Alter, wie heftig bist du denn? Also wenn diese Traugegeißel schon so stark ist. Und dass hier wirklich dies hier wirklich ein dätrisches Artefakt ist, gegen das wir eventuell kämpfen müssen, dann sehe ich für uns hier ein bisschen schwarz. Ach, was soll's. Wir versuchen unser Glück. Ich meine, bei der Schützburg haben wir es ja auch gemacht und nach mehreren Versuchen auch geschafft. So. War da was zum Ziehen? Nee, sah nur so aus. Nee.
Ja, schön. Wie gut, dass ich feuerfest bin. Wie gut, dass ich nicht feuerfest bin. So, da lang oder da lang? Ich gehe erst hier lang. Winziger Seelenstein, Nordkriegsaxt. Also ich weiß, ich werde hier jetzt wahrscheinlich ganz viel Geld rumliegen lassen haben, aber das macht jetzt in erster Linie nicht wirklich was für mich. Alter, was ist das? Wow. Da ruft er für so eine Wurst seinen Sturmatmen nach. Also echt mal. Geh aus dem Weg. Lydia, du auch bitte. So, hier ist nichts, was wir gebrauchen können. Hier auch nicht. Da unten könnten noch ein paar interessante Sachen sein. Da gehe ich auch gleich gucken. Okay. Ich muss im Übrigen Fertigkeitspunkte verteilen. So, und zwar in zweihändig eigentlich. Genau, zweihändig. Baba. Schädelspalter habe ich schon. Was haben wir hier? Okay, ich greife sowieso meistens nie nach hinten an. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das können wir mal machen. Und dann brauchen wir noch einen Zaubertrank der Krankheitsheilung. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt wieder gesund sind. Ja, sind wir. Schreckenszombie. Und wenn ich so weitermache, bin ich bald überladen. So. Und schwarzer Seelenstein. Geil. Gut, ich trage also schon zu viel. Lüdi? Ich gebe euch Deckung. Ja, nee, du musst, Sachen tragen. Ida? Die nutzt sie scheinbar auch gleich. Nein. Ja. Davon eine. Hey, nein, gib mir meinen Alkohol wieder. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz bei mir gemacht. Ich hoffe, das reicht auch schon. Regeneration. Und da brauchen wir nichts. Da ist nichts. Und da auch nicht. Dann gehen wir jetzt hier lang weiter. Mir gefällt deine Rüstung. Gib her. Oh.
Ein zerbrochener Eisenschwertgriff. Okay. Ich nehme das alles mit, weil ich glaube, dass das eine Bedeutung hat. Vielleicht für uns überhaupt keine. Vielleicht aber auch ganz viel. Alter. Mein Angriff ist wirkungslos? Wie kann das denn sein? Okay. Gut, ich habe verstanden, wie ich dich bezwingen kann. What? Hier ist niemand. Wo kam der denn jetzt her? Wo? Oh Gott. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Ne, wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Da können wir uns mal ein bisschen beeilen. So, gleich nochmal mit Lydia ein paar Sachen teilen. So, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. So. So, und jetzt, bevor ich Bekleidung. Eins davon kann weg. Das können weg. Waren gar nicht so schlimm, wie er gesagt hat. Questobjekte, alles klar. So, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Geht ihr voran? Ja, ich gehe gleich voran. Das Amulett nehme ich doch noch mit.
Ganz einfach, dann kann ich eins davon nämlich entzaubern. Die Sachen lasse ich jetzt liegen, die haben nämlich scheinbar keine Bedeutung. Und ja, bevor wir da jetzt reingehen, sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao.